Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zu Turniertag Nummer 3. Die Defensive, ja, ist noch im A-Bereich, ist aber knapp. Die Offensive hat sich ein bisschen rehabilitiert und wir gehen direkt rein und machen hier hoffentlich kurzen Prozess. Das sieht schon mal nicht schlecht aus mit dem kleinen Diamanten. Wenn man den quasi wegbekommt, ohne dass er auslöst, ist das die halbe Miete, glaube ich. So, schauen wir mal, ob das klappt. Ja. Im Zweifel auf jeden Fall. Was? Der hat das echt überlebt? Das ist weniger schön. Aber es ist mehr überraschend sogar. So, machen wir den. Dann machen wir mal den. Sind die defensiv im Lamiert, die er dort hat, oder was? Also, das ist ja der Wahnsinn. Okay, das wird die erste Niederlage schon heute. Vielleicht nehmen wir noch jemanden mit ins Grab. Ja, das sind ja alles volle Kostüme. Es ist ja nicht nett gewesen irgendwie. So, Nummer 2. Tja. Und hier fehlt das Steinglück. Wir kriegen einen grünen, wir kriegen jetzt einen roten Diamanten. Wir kriegen trotzdem keine gelben Steine. Und jetzt Balthasar killt Balthasar so gut wie. Der Türum, der schießt echt nur mit Platzpatronen, habe ich manchmal das Gefühl. Okay, das ist ein bisschen gelb, das ist ein bisschen lila, das ist besser. Aber da hinten in der Ecke steht der Heiler. Das war ziemlich lucky. So, und ihn müssen wir jetzt auf jeden Fall so sehr wie möglich wehtun. Jetzt stehen nur noch die beiden Heiler. Ach, das ist ja nicht mal ein Heiler. Naja, gut, dann geht der zweite Kampf in Ordnung. Und wir gehen auf Nummer 3. Lucky. Naja, mal gucken, ob wir lucky sind mit den Steinen. Ein bisschen auf jeden Fall. Dann machen wir das so. Nein, bitte nicht. Och, böse Kombo. Ja. So, jetzt müssen wir nämlich das machen. Wollte ich eigentlich nicht. Aber wir haben keine Wahl. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Machen wir den? Ja, wir machen das mal. Und hoffen, dass die Lieder dann reichen. Ja, das war auf jeden Fall viel wert. Er löst eh gleich aus. Nee, er löst nicht aus. Das ist Sahne. Okay, das war der zweite Kampf. Der ist gewonnen. Ja, Lucky war nicht so lucky. Dritter Kampf. Vierter Kampf. Kenan. Ach, das tut ja schon wieder weh, wenn ich das sehe. Aber wir haben viel Bordbewegung. Wir haben wunderschöne Bordbewegung. Natürlich wäre jetzt lila nicht verkehrt. Okay. So viel dazu. Machen wir mal kurz den. Dann zünden wir den Türen. Drücken wir den Party-Button. Und freuen uns. So, zack, 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 zack.
Das sieht auch nach einem gewonnenen Kampf aus. Es geht heute alles sehr schnell. Liegt doch daran, dass das Abendessen auf dem Tisch steht. Und einen haben wir noch. Mariuska 2. Könnte ein Smurf sein. Schauen wir mal, ob hier auch noch gelb kommt. Ja. Das ist einmal gelbes Match. Jetzt gucken wir mal, ob hier vielleicht. Oh, den vielleicht kriegen wir. Schade. Das könnte jetzt wehtun gleich. Oh mein Gott. Aber ist es gewinnbar? Ist halt die Frage. Autsch, das tut auf jeden Fall weh. Ich wollte den Bienenmann drücken, aber der war schon tot. Okay. So viel dazu. Kauf uns definitiv ein für den Rest. Ja, in dem Moment gibt es natürlich keine Kiste. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Das war so ein bisschen wie der erste Tag. Ich hoffe, die Dev agiert dann auch wie noch am ersten Tag. Ich wünsche euch noch was. Haut rein, bis dann. Ciao.